Ja, Freunde, hallihallo, der NRW 18 hier. Ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Play von mir. Ihr könnt es lesen, Jack Orlando. Es ist ein sehr altes Spiel. Ich spiele es in der Director's Cut Version. Ich habe damals, wo ich angefangen habe mit meinen Let's Plays, zwar auch versucht, dieses Spiel zu spielen, allerdings, ich habe die Originalversion halt davon, also so wie sie damals rauskam. Die ist auf Vista leider überhaupt nicht spielbar. Sie lässt sich installieren und ich habe dann auch hier dieses Startbildschirm oder dieses Startbild. Allerdings, wenn das Spiel dann anfängt zu laufen, stürzt es ab. Oder man hat überhaupt gar keine Maus und kann überhaupt nichts machen. Ja, dann habe ich mich umgehört und es gibt bei der Director's Cut, die ist, könnt ihr es unten lesen, aus dem Jahre 2001 und somit etwas jünger und auch für neuere Systeme geeignet. Also wenn ihr Lust habt, kauft euch die Director's Cut, es funktioniert. Auf Vista und alles, was darunter ist. So, ja, es ist ein Spiel, was ich bereits damals durchgespielt habe, deswegen kann ich mich an einige Passagen erinnern, allerdings wie so oft ist es sehr, sehr lange schon her. Ich glaube, das war 1998, 1997, wo ich das gespielt habe und von daher an ein paar bestimmte Passagen kann ich mich daran erinnern. Jetzt hier auch der Anfang, da kann ich mich noch relativ gut erinnern, aber im Laufe des Spieles nimmt es ab. Egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dieses Spiel jetzt mit euch zu Let's Playen. Warum kommt es jetzt so plötzlich? Wie ich ja eben schon sagte, ich versuche dieses Spiel zum Laufen zu bringen, seitdem ich Let's Plays mache. Und jetzt habe ich es endlich geschafft und jetzt bin ich natürlich auch, heiß darauf, es endlich jetzt mit euch zu Let's Playen. Und seid einfach mal gespannt. Es ist ein sehr interessantes Spiel. Wir schauen uns jetzt erst einmal die Einführung an, dann wisst ihr mehr und danach melde ich mich wieder. Das Jahr 1933 wird in die Geschichte eingehen, denn ganz Amerika freut sich über die 21. Ergänzung der Verfassung. Jetzt kann der Alkohol wieder frei durch die durstigen Kehlen der Bürger fließen. Bereits zwei Tage vor der offiziellen Bekanntgabe der Verfassungsänderung wurden die Clubs und Pubs mit dem begehrten Whisky beliefert. Auch Privatdetektiv Jack Orlando, der bekannte Kämpfer gegen den Alkoholschmuggel, spricht dem edlen Getränk kräftig zu. Weniger aus Freude über das neue Gesetz, sondern eher aus Langeweile. Das Leben von Jack Orlando verläuft in diesen Tagen eintönig und ist geprägt von billigem Whisky und nächtelangen Streifzügen durch die Nachtlokale in den heruntergekommenen Vierteln der Stadt. Bis eines Abends. Wach auf, mein Freund. Wir schließen. Jack, was hast du? Man erkennt dich ja in letzter Zeit schon am Geruch billigen Whiskys. Reiß dich zusammen, Alter. Jeder hat seine Probleme. Wenn's so einfach wäre, mein Freund, weißt du, wie es ist. Früher warst du anders, Jack. Du weißt, frisches Hemd, gepflegt, Manieren. Und jetzt? Alles ändert sich, Steven. Alles. Was ist bloß los mit mir? Früher war ich jemand in dieser Stadt. Jeder kannte mich. Nick Morrison, Today News. Können Sie uns den Vorfall ausführlich schildern? Später. Selbstverständlich sind wir bereit. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich rufe zurück. Der gehört dir, Todd. Gute Arbeit, Jack. Verdammt gute Arbeit. Endlich kann ich diesen elenden Steckbrief von meiner Wand nehmen. Und du, Freundchen, hast einen langen Urlaub auf Staatskosten vor dir. Für ihn raus, Benson. Sicher, Inspektor. Gehen wir. Mann! Schon gut, Kleines, beruhige dich. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll. Nicht der Rede wert. Gut, dass es noch Menschen wie Sie gibt. Als Bürgermeister dieser Stadt habe ich die Ehre, dem neben mir stehenden Jack Thomas Orlando für seine Dienste
als Ehrenbürger dieser Stadt zu danken. Im Namen des Stadtrates überreiche ich diesen Longcolt, ein würdiger Begleiter für einen Mann wie Jack Orlando. Ich bin gerührt. Heute ist ein besonderer Tag für mich. Mitbürger, ich werde mich bemühen, dieser Stadt weiterhin gute Dienste zu leisten. Sie können sich stets auf mich verlassen. Nur Erinnerungen sind geblieben an diese Kopfschmerzen jeden Morgen. Stephen hat recht, ich sollte mich zusammenreißen. Schade, dass du aussteigen willst. Wir haben uns viel von dir versprochen. Und denk daran, die Klappe zu halten. Vergiss dein Geld nicht. Tja, Freunde, so viel zur Vorgeschichte. Das ist also das Leben des Jack Orlandos und wir steigen jetzt ein in das Spiel. Ich freue mich drauf. Was ist denn da los? Oh mein Gott, ob die tot sind? Polizei! Polizei! Dort! Dort liegen sie! Sie sind tot! Bewegen sich gar nicht mehr! Bleiben Sie bitte da stehen. Hier passiert Ihnen nichts. Stehen bleiben. Polizei. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Rechtsanwalt. Wenn Sie sich keinen Rechtsanwalt leisten können, wird Ihnen einer zur Verfügung gestellt. Wen haben wir denn hier? Major Pete Reynolds, United States Army. Sieht nach viel Arbeit aus. Ja, und jetzt können wir jetzt hier einsteigen. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich ihn umgelegt habe. Sicher, das werden Sie uns alles auf dem Revier erklären können. Ich lasse mir diese Sache nicht anhängen. Sie stecken schon bis über beide Ohren drin. Sie stecken verdammt tief drin. Ja, ist ja gut. Klugscheißer. Deine Hundemarke macht dich wohl allwissend, wie? Lass uns den Typen gleich einbuchten. Ich warte hier auf den Inspektor. Er müsste jeden Augenblick eintreffen. Mit Vergnügen. Los, wir gehen. Na toll. Ja, also es führt, egal was wir jetzt gemacht hätten, immer dazu, dass wir verhaftet werden. Hier kommen wir aber nachher zurück, das ist schließlich der Tatort. Da unten seht ihr auch noch den Schlüssel und die Kippe, die er ausgedrückt hat. Ja. Spaziert. Jetzt haben Sie genug Zeit, nachzudenken. Hey, ich will den Inspektor sprechen, sofort. Orlando, wie erfreulich, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Das ist ein alter Bekannter von uns, das ist Bernardo. Was hast du denn diesmal angestellt, Bernardo? Nichts. Und du?
Natürlich nicht, so ein Mord. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und das soll ich dir glauben? Musst du wohl. Oder hast du immer gewusst, wofür man dir die Fresse poliert hat? Das war nicht. Aber ich wusste zumindest immer, wer mir in die Schnauze eingeschlagen hat. Das stimmt. Meistens war ich das ja. Wohl auch noch stolz drauf, hä? Und jetzt willst du, dass ich dir helfe? Nicht mehr ganz frisch in der Birne? So, das ist unser, ja, Menü im Prinzip. Hier haben wir einmal links den Pfeil für den, was wir jetzt hier haben, um irgendwo hinzugehen, irgendwas zu nehmen. Die Faust, ja, da kommen wir jetzt gleich zu. Und hier die Lupe, um irgendwas zu untersuchen. Wir brauchen jetzt hier die Faust. Wir müssen nämlich jetzt hier ein bisschen... Ah, das passt hier schon fast. Zack, zack, zack. Ein paar Informationen. Bist du übergeschnappt, Orlando? Wofür war das? Fang an zu reden, solange du noch reden kannst. Was willst du? Wer hat Reynolds erledigt? Spuck's aus! Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass Scaletti seine Finger drin hat. Wer ist dieser Scaletti? Und erzähl mir lieber alles, was du weißt. Don Scaletti. Der ist eine Nummer zu groß für dich, Orlando. Er leitet das organisierte Verbrechen in dieser Stadt. Waffen, Glücksspiel, einfach alles, womit man Geld machen kann. Ich hoffe, du hast mir nichts verschwiegen. Sonst komme ich wieder und verarbeite dich zu Fischfutter. Glaub mir, Orlando, mehr weiß ich nicht. Ich würde dich nie anlügen. Genau. Dieses kurze Schütteln, das ist schon sehr impulsant. Ja, das machen wir auch gleich nochmal. Steck deine Faust ein, sonst bekomme ich Angst. Verdammt, Orlando, ich weiß nichts mehr. Okay, wirklich? Ich hab dir schon alles gesagt. Oh, wie herrlich. So, was können wir denn hier nehmen? Hallo? Da können wir was nehmen. Ja, das ist unser Inventar. Herrlich, oder? So, was können wir noch nehmen? Ah! Orlando, der Inspektor erwartet dich. Ja, da gehen wir hin. Aber ich mache jetzt hier auch gleich Schluss. Die Zeit ist erreicht, Freunde. Gehen wir noch rein. Kommen Sie nicht auf dumme Ideen. Der Inspektor ist ohnehin schon in schlechter Stimmung. Bis dahin, NRW über 18, adieu.